Und damit willkommen zurück zu einem neuen Part Super Mario Odyssey mit den zweiten Twist. Und wir benötigen hier für die Odyssey noch 2 Monde. Und die suchen wir heute am Anfang noch im Mondland. Hier haben wir erstmal lilane Münzen, die wir vielleicht heute auch ausgeben können. Und wir genügend gefunden haben. Aber dann suchen wir auch noch weitere Monde hier. Die wir dann hoffentlich finden. Okay, erstmal Münzen ausgeben, wenn wir schon mal hier sind. Okay. Cowboy-Hut für 20. Vielleicht können wir hier erstmal die Andenken kaufen. Sticker für die Odyssey. Warum nicht? In der Statue für drin. Dann geben wir mal hier unser Geld aus und den Rest müssen wir noch sammeln. Jetzt sollten wir erstmal hier die violetten Münzen sammeln, das auch mal machen. Bis dann weiterreisen, wenn wir hier alles haben. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich überlege allerdings schon jetzt ins nächste Land zu reisen. Alle Sterne werden wir hier sowieso nicht gewinnen. Das wird sowieso nicht passieren. Aber hier die Jan Münzen. Das kriegen wir vielleicht schon hin. So zumindest Andenken hier kaufen. Sonst für 25 Münzen noch die andere. Die Pyramide kaufen. Sonst Souvenirs mitnehmen. Oha, was ist hier los? Ein weiterer Mond. Sieht doch ganz danach aus. Intergalaktisch. Ist sehr spannend. Meine Mütze. Krieg die zurück. Wie kann ich die nochmal zurückholen? So nicht. So auch nicht. So auch nicht. Was ohne unsere Mütze vorankommen. Sofern das geht, dass wir ohne Münzen weiterkommen. Und wie kann man die bestimmt zurückholen? Hast du es noch nicht mitgekriegt? Wie es geht. Hast noch nicht kapiert. Oh wei. Nicht runterfallen. Okay. Ach, hier müssen wir uns auf den Rand stellen, um in die dann Münzen zu kommen. Oh weia. Eine riskante Sache. 42 Münzen von 100. Dann wollen die hier alle kriegen. Ist da auch eine andere Sache. Lassen wir uns das mal einfach unsere Münze zurück, oder was? Wie sieht das hier aus? Oh, Kacke. Nein. Hier schon mal gefehlt. Also nochmal von vorne. Hier müssen wir die Mütze loswerden. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Über die Entfernung. Ist das kaum zu schaffen. Und da wartet bestimmt am Ende ein Mond auf uns. Oder sogar zwei. Wie es dort angezeigt wird. Das war ja schon hier. Sehr schön. Sofern wir hier nicht von Gumbas besiegt werden. Die Lila-Münzen dort haben wir schon eingesammelt, da müssen wir uns nicht mehr mit aufhalten. Die Münzen haben wir auch schon mal eingesammelt. Dann gab es ein Herz für uns. Herz für Mario.
was ich jetzt dringend nötig hatte. Kapern kann ich die leider nicht. Über die Häuser geht's. Auweia. Ach, der dort unten. Der hat nur noch lila Münzen. Die will ich natürlich haben. Wie riskant ist das hier? Sehr riskant. Lebensgefährlich. Ein paar goldene Münzen. Ein paar lila riskieren. Die letzte kriegen wir auch noch. Na komm, jetzt hier ein bisschen Konzentration. Hat er auch noch lila Münzen hier auf der Terrasse? Das wäre zu gut. Nee, nee, so nah ran. So viele in einem Level sind sie nicht. So nah aneinander sind die lila nicht. Hier waren ja welche. Interessant, was sich hier ausgedacht wurde für das Spiel. Drehende Häuser. So, weiter hier. Haben wir noch einen Gumbas angegriffen. Ah. Oh ja. Das war das Haus mit den Lina-Münzen, oder? Ne, hier ist eine Lina-Münze. Okay, wie kommen wir da jetzt ran? Okay. Muss mal rechtzeitig runterspringen. Und rechtzeitig wieder hoch. Oder hier runterfallen. Fehlen wir hier ein bisschen für eine lila Münze. Und was ein Einsatz. Die bleibt halt, die Münze. Na komm. Jetzt wollen wir hier nicht den ganzen Part. Bei dieser einen Quest. Bei zwei Monaten aufhalten. Eigentlich hätte ich vor, heute schon weiter zu reisen. Nächste Stadt. Wird wahrscheinlich nächste Stadt. Im nächsten Land dann. Gefährliche Häuser hier. Ach, da waren die lilanen Münzen drin. Hops. Die Unterseite des Hauses. Oha, nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Ich war doch schon oben drauf. Ich stell mich heute an. Zum Glück ist in Super Mario Odyssey der Fall, dass man hier nicht, dass man hier, wenn man stirbt, gleich wieder zurückgesetzt wird. Am Anfang des Raums hier. Dass man kein Game Over Screen hat. Hier lediglich ein paar Münzen verliert. Ganz anfängerfreundlich hier. Ganz Snoop-freundlich. Zwecki-freundlich sozusagen. Das Herz. Oh, das ist ein Mond. Den habe ich hier die ganze Zeit übersehen. Ja, das ist nicht schlecht. Mit der ungewöhnlichen Gegend. Ja, ungewöhnlichste Gegend auf jeden Fall. Safe Point. Ein Safe Point. Genau. Hier wird sich rasiert. Mario wird hier rasiert. Den Schnauze ab. Immerhin haben wir hier was Neues entdeckt. Ist doch ein Fortschritt. So. Sie wird hier mal an den Gumbas vorbei.
Den zweiten Mond finden wir hoffentlich dann am Ende des Levels. Oh wei, bin ich fast wieder runtergesprungen. Ich sehe doch schon den Mond. Muss nur noch ein bisschen aushalten, wenn ich runterspringen. Ups, und da haben wir den Mond. So schwer war das nicht. Ein Mond für dich, eine ungewöhnliche Gegend. Und hier geht's wieder zurück. Ah, da kommt Cappy zurück. Hey, geh nicht ohne mich. Und abgehoben, ein kleines... abgehoben. Der Mario ist abgehoben hier. Ein kleines Abenteuer im Weltraum. Schon mal die zwei Münzen voll. Hey, wir haben genug Münzen zusammen. Lass uns nächstes Abenteuer reisen. Ins nächste Land reisen. Joa, diesen könnt ihr auch nicht. Hallöchen. Wenn wir den noch kennen. Wie geht's dir? Ich bin das Miauxi, von dem du sicherlich schon gehört hast. Wenn du möchtest, stehe ich dir für 30 Münzen zur Verfügung. Na, was sagst du? Reisen wir los. Bist du ein Urlauber, dann ist die Kopfstandpyramide ein absolutes Muss. Die Steuerung ist kinderleicht. Drücke B zum Bremsen und ZL zum Absteigen. Ich sprinte los, sobald du aufgesessen bist. Aber halt dich ordentlich fest. Ich bin schnell wieder Wind. Let's go. In der Tat ist er schnell wieder Blitz. Vielleicht können wir hier auch nochmal einen weiteren Mond sammeln. Und ein paar jüngere Münzen. Ich würde den hier mal aufhören. Mal gebremst. Sieht doch gut aus hier. Hier ist noch so ein Sumpfsee. Vielleicht erkunden wir heute auch mal noch ein bisschen die Wüste. Das sind jetzt hier ein paar Monde, die wir noch offensichtlich haben. Können wir uns holen. Der Geier hier. Können wir den hier irgendwie kriegen, den Geier? Ich weiß ja nicht. Da wollte ich vielleicht einen Doppelsprung. Ach, hier sind wir gelandet. Na, schöne Wurst. Können wir nochmal das Taxi ausprobieren? Taxi, endlich bist du da. Bring mich ins Cityland. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich hätte ein kleines Problem mit meinem Auto. Das glaubt mir echt keiner. Ich kann dich leider nur ins Cityland fahren. Ich muss erstmal Auto einreisen. Was? Können wir uns hier hinsetzen? Taxi. Das funktioniert nicht wirklich. Okay, mit dem Taxi können wir noch nicht fahren. Okay, hier gibt es natürlich noch einige Monde zu holen. Im Wüstenland. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hier heute noch machen wollen. So, hier ist der Sumpf, bei dem wir schon mal gestorben sind. Da sehen wir einen Mond. Oben auf der Ruine. Da kämen wir über die... Der hat auch schon auf dem Hinweg zur Pyramide hingekommen. Den habe ich, glaube ich, übersehen. Und schlicht und einfach übersehen. So, wie kommen wir darüber, ohne zu sterben? So vielleicht. So nicht. Ja gut, lassen wir es erstmal bleiben. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal vorbei und holen uns ein paar Monde ab. Wird jetzt aber erstmal weiter ins nächste storytechnische Land. Einfach mal ein bisschen weitermachen. Cityland kommt jetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste jetzt kommen als nächstes. Machen wir mal hier weiter. Lassen wir uns hier nicht aufhalten. Und der Wüstensticker klebt schon dran.
können später gegebenenfalls nochmal zurückkommen. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Falls später nochmal Interesse daran besteht, Mone zu sammeln. Erstmal haben wir ja gerne, um weiterzukommen. Oh, die Qual der Wahl. Was meinst du, in welchem Land hat sich Bowser wohl verkrümelt? Forstland oder Seeland? Wir werden wahrscheinlich beide bereisen können, aber ich glaube, wir gehen erstmal ins Forstland. Und beide neu. Boah, ich gehe jetzt erstmal ins Forstland. Machen wir als erstes das Forstland. Das Forstland, gute Idee. Auf geht's. Das andere werden wir bestimmt irgendwie auch nochmal bereisen können. Erstmal ins Forstland. Nach der Wüste. Jetzt mal wieder ins Grüne. Schadet nicht. So, weiter geht's. Weiter geht die Reise. Über die Wolken. Es entführt, erst entführt er Tiara und jetzt halt hat er den Ring der Einheit an sich gerissen und somit einen Erik. Will der sich die gesamte Hochzeitsausstattung zusammenklauen? Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Also der Mützenzielwurf. Wirf deine Kopfbedeckung und schüttle den Pro-Controller dann erneut, meinen Mützenzielwurf auszuführen. Ja, ich glaube, das hat er uns schon mal gesagt, das kennen wir. Ja, Blumenarrangement im Forstland. Oder? Irgend sowas hat er doch gesagt. Habe ich gerade überblättert. Das Forstland. Robohain. Da geht's jetzt weiter hier. Direkt Fahrt zum Himmelsgarten. Die Story geht weiter. Oha, und wie haben wir denn hier? Warte mal, hörst du das? Was höre ich denn? Ich kann mich vor lauter Aufregung nur noch wie verrückt im Kreis drehen. Stehen geblieben. Nicht weiter drehen. Wie verrückt. Was sagt der? Ein undidentifiziertes Objekt ist vorbeigeflogen. Das muss Bowser gewesen sein. Ein Dschungelshop. Herzlich willkommen. Als Zahlungsmittel existieren zwei Sorten von Münzen. Münzen und Schrauben. Muttermünzen. Die Mami-Münzen. Münzen werden überall gerne gesehen, indes gelten Muttermünzen nur in den Ländern, wo du sie gefunden hast. Die Automaten verkaufen hier auch wieder Souvenirs. Hier so ein Link für die Odyssee. Weitere Sticker. Da müssen wir wohl ein paar Sachen erstmal sammeln. Was gibt's hier bei dir zu kaufen? Diverse Artikel stehen zum Verkauf. Aha, ein bisschen was können wir uns schon leisten. Das könnten wir uns leisten. Müssen wir noch nicht. Mechaniker-Outfit. Ja, bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Bin eher scharf auf die Regionalkleidung hier. Die wir uns leisten werden, sobald wir ein paar violette Münzen gefunden haben. Und da sind die ersten Dreier. Okay, ein kleiner Wasserfall. Sehr schön. Was ist mit dir los, Kollege? Kann man mit dir reden? Sphinx. Sei gegrüßt, Reichner. Ich ebenso sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Was ist es, dass das Ungeheuer in diesem Land begehrt? Wasser, Holz, Blumen, Erde. Ich würde sagen Blumen. Die Antwort ist korrekt. Besitze deinen Weg fort. Oha. Ein geheimer Durchgang. Zu lilanen Münzen. Eine Abkürzung.
Und das ist das Story-Technisch schon sehr richtig so. Ich bin zu blöd, da hochzukommen. So. 6 Münzen haben wir hier schon. Sollen wir hier schon weiter? Sieht fast so aus. Ich bin mir sicher, wir haben hier auch was übersprungen. Nee, da ist die Odyssee. Das ist ein Häschen. Was wir fangen müssen. Wahrscheinlich. Das gibt es dann später im Mond. Ein Mond, ein blauer Mond. Hoppel die Hopp im Wald. Sehr schön, haben wir hier unseren ersten Mond schon gesammelt. Da mussten wir hier wirklich weiter. Hinter der Sphinx geht's weiter. Alles klar. Hier haben wir schon schöne Musik. Aha. Passiert nichts. Und lass das Gift mir. Sei vor. Vielleicht sind da auch Mond drin verborgen. Und zumindest Münzen. Das Gift weg, weg. Mit Putzen. Aha, es bringt lediglich Münzen. Münzen mit der Mütze freischalten. Auch was Spezielles. Gab es da nicht irgend... Ich habe in Erinnerung, dass es einen dieser Steine später einen Mond drin gab. Das ist ein Felsenzerstörungs... Und der leuchtet dann so schön. Leuchtend. Sternfarben. Das wäre auch mal eine Quest, ihn zu zerstören. So, check the point. Und weiter geht's. Oh wei. Da bricht alles in sich zusammen. Irgendein Gift um sich geworfen. Das Herz habe ich nötig. Hier wegfischen. Okay, nun wieder rein in die Schlamasse. Na toll. Die versprühen hier Splatoon-mäßig über ihren Schleim. Das jetzt mal entfernen hier. Das Unkraut hier entfernen. Sehr schön. Und dich hier noch entfernen. Damit ihr keinen Schleim mehr macht. Entschleimen. Ein Herz wäre nicht schlecht, sagte er. Und bekam eins. Spiel ist sehr gütig. So hier, aufpassen auf den Schleim. Und jetzt mal wegfischen. Hier geht's weiter. Oha. Topfpflanze. Oh wei. Kapern wollte ich die. Sehr gut. Drücke und halte B gedrückt, um sich zu strecken. Das ist immer so eine Zwiebel. Oh wei. Es wurden von anderen Zwiebeln erledigt. Ein paar Münzenabzug.
Ach, jetzt sind die Piranha-Pflanzen wieder da. Eine tolle Wurst. Da ist doch ein Herz drin. Ich nehme Danke entgegen. Kann man das abkürzen? Oh Mann. Oh, das nehme ich zwischen wieder Schaden. Ein bisschen aufpassen hier. Zack. Aufpassen vor den anderen Gegner. Greifen uns trotzdem noch an. Da sammle ich Münzen ein und sterb dabei. Tolle Face. Eisenbergstraße Zugang. Aha, so ist das Ding hier. Na schön, sie lächeln in die Schleimerei rein. Ach Mensch, ich lerne auch nicht dazu. Es ist doch hier zum Heulen. Es ist in die Matsche rein. Wenn ich richtig auf die Uhr gucke, ist die Partyzeit auch gleich erreicht. Wir sollten mal hier langsam vorankommen. Zumindest das mal, zumindest mal an Checkpoints beenden können. Was veranstalte ich hier schon wieder? Ach Mensch. Den so Super Mario Odyssey zu fehlen, ist auch wieder legendär. Ach, Junge. Ist doch hier nicht wahr. Und jetzt wieder Schaden nehmen. Als ob. Mensch, Zwergi. Das macht hier mal ein bisschen. Das lassen wir uns mal nicht besiegen. Von einer einzigen Zwiebel. Oh, wie geht's durch? Ist gleich ein Herz drin. Da ist wieder eine Münze drin. Ein Brot. Die Nuss im roten Labyrinth. Okay, da ist Sackgasse. Komm mal runter. Oh nein, ist da mal so ein Kollege. Haben wir Schaden genommen. Und den anderen Kollegen besiegt. Ah, indem wir drauf springen. So, hops. Hier hoch. Ein Durchbruch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wer weiß, was ich dafür mit dem in den Lücken verstecken. Ich nehme die trotzdem irgendwie nicht mit. Vielleicht sind es nur Münzen. So ein Checkpoint. Check the point. Na komm, ein bisschen weiter kommen wir jetzt hier noch. Auf Stelzen. Jetzt geht's. Auwei. Vor Schaden warte uns das trotzdem nicht. Ich glaube, ich muss jetzt hier mal raus. Auwei. Wo ist meine Mütze? Ich bräuchte schon meine Mütze. Ach, die habe ich denen zum Essen gegeben. Na toll. Zum Glück haben wir dann Checkpoints. So, Piranha-Pflanzen besiegen. Erst den Mut zum Fressen geben und dann hier. Na komm. Und dran dort. Ich glaube, die andere besiegen wir genauso, die braucht vielleicht ein paar mehr Treffer. Man muss Gift wegräumen hier. Sehr gut, einmal auf den Deckel springen mussten wir hier.
kein Mond für die Fahrt zum Himmelsgarten. Ach, da haben wir doch heute im Part ein bisschen was erreicht. Einiges ist ein bisschen zu viel gesagt, aber zumindest das hier, den Pfad zum Himmelsgarten haben wir erreicht. Und das nächste Gebiet freigeschaltet, Blumenliebe im Himmelsgarten. Da stürzen wir uns dann im nächsten Part drauf. Ja, für diesen Part erstmal. Ich denke, ich nach oben, es wird euch gefallen haben lassen, aber dann neuerseits. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann hier im Forstland weitergeht. Wir neue Monde sammeln und wahrscheinlich auch dann wieder die Blutbulls besiegen. Die werden dort hinten auf uns warten. Obwohl ja eben schon angeteasert. Gut, ich sagte mich nach oben. Hab ich ja schon gesagt, ich wiederhole mich. Ich sag, habt noch einen angenehmen fristigen Tag und sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.